vielleicht die Parade gegen Gnabry. Yo, was geht ab, Freunde? Meti am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Und heute gibt es was ganz Besonderes, denn ich bin nicht alleine, denn der Andi Lute ist mit am Start. Andi, schön, dass du Zeit gefunden hast. Danke dir. Hier im Rahmen des Shootings und Trainingstages für Catch and Keep. Catch and Keep, wisst ihr vielleicht schon, ist mein Partner seit neuestem in Sachen Torwarthandschuhen. Wir haben heute einen richtig geilen Trainingstag gehabt vormittags und haben jetzt noch ein bisschen Shooting, was an der Reihe stand. Ja, Andi war schon dran, ich bin gleich dran. Und wir nutzen jetzt die Zwischenzeit, um ein paar Fragen zu beantworten, die ihr Andi auf Instagram stellen konntet. Ich freue mich drauf. Ich habe ein paar schicke, vielleicht auch tricky Fragen rausgesucht. Falls ihr noch weitere Fragen habt, vielleicht wird sich die Chance irgendwann in der nahen Zukunft nochmal ergeben, dass wir uns nochmal zusammensetzen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Falls euch das Video gefällt, dieses Format gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und checkt auch gerne den Andi auf Instagram ab. Habe ich natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. In dem Sinne, Andi, jetzt geht es los. Und zwar, die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist sogar ziemlich aktuell. Du hast ja schon erzählt, du hast jetzt Urlaub, 6 Wochen, ne? Mhm. Und wie ist dein täglicher Ablauf, vor allem jetzt so vielleicht in der Zeit, wo Corona war? Und was hast du so im Urlaub gemacht? Also, täglicher Ablauf. Wir haben natürlich auch in der Urlaubsphase unseren Trainingsplan, den wir ganz normal abarbeiten müssen. Ich stehe auf, trinke meinen Kaffee, mache mich bereit zum Laufen und dann steht für uns Torhüter meistens Intervalltraining an. So dass man so die Höhen vom Puls und die Tiefen eben hat, torwartspezifisch halt. Und ja, ansonsten kann ich natürlich nebenbei auch noch ein bisschen Urlaub machen. Ich war eine kurze Zeit in Italien, bin dann jetzt wieder hierher gekommen, um das Training zu starten. Die nächste Frage passt jetzt natürlich auch zu den Handschuhen. Was waren für dich die Beweggründe, dich für Catch and Keep zu entscheiden? Ein Wort ist der Grip. Der Grip war einfach entscheidend. Ich habe die Handschuhe getestet. Ich bin jetzt schon lange Jahre Profi. Aber den langanhaltenden Grip über mehrere Wochen habe ich bislang noch nicht kennengelernt. Das war für mich das Top-Kriterium. Ich kann den Handschuh nach mehreren Wochen einfach so aus dem Schrank nehmen und er funktioniert wie am ersten Tag. Das war für mich das entscheidende Kriterium. Hast du ein Lieblingsmodell, was du trägst? Ja, Day and Night, der schwarze, ist aktuell mein Lieblingsmodell, den ich sehr, sehr gern trage. Was war dein bester Moment in deiner Karriere? Puh, mein bester Moment in der Karriere. Jetzt darfst du natürlich auch nichts Falsches sagen, ne? Nee, gute Frage, aber war sicherlich vielleicht die Parade gegen Gnabry im Spiel in München gegen Bayern. Linke Seite, das war für mich so die beste Parade meiner Karriere bislang. Mhm. Wir haben das Spiel nicht gewonnen, aber ja, für mich persönlich... Sowas bleibt hängen als Torhüter, wenn du den Ball halt so gut hältst und gegen einen nicht so schlechten Gegner. Ja, kann man mal machen. Gegen ja, kann man machen. Kann man mal machen. Genau. Fühlt man sich als Torwart besser bei einem 0:0 oder bei einem 5:4 Sieg? Ich persönlich fühle mich bei einem 0:0 richtig, richtig gut, weil ich weiß, bei einem 0:0 gibt es eben auch enge Situationen, wo du das Spiel immer wieder verlieren kannst. Und da braucht eine Mannschaft einfach auch einen guten Torhüter. Und da 0:0 zu spielen, hat sicherlich dann auch mit der Leistung des Torhüters zu tun. Jetzt bin ich mal richtig dreckig. Gibt es nicht bei einem 5:4 Situation, wo du das Unentschieden vermeidest? Das mag sein, aber ohne Gegentor bleiben ist für einen Torhüter einfach das Beste. Da hast du deinen Job dann gemacht, ne? Ja. Da kannst du nichts vorwerfen. Wie hat sich das erste Profispiel für dich angefühlt? Hattest du eher positive Freude oder hattest du Angst davor, Fehler zu machen? Nein, Angst hatte ich nicht. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich war damals 20 Jahre alt, als ich mein Profidebüt gegeben habe. Hat es mir, glaube ich, in den Wochen davor auch irgendwo verdient, weil ich gut trainiert habe. Und habe mich einfach nur gefreut, dass ich in jungen Jahren dann schon Bundesliga spielen konnte. Und habe es einfach nur genossen. Wie ist das Verhältnis zu anderen Torhütern, vor allem wenn man es jetzt auf den Konkurrenzkampf bezieht? Also habe ich aber in meiner Karriere immer Glück gehabt mit meinen Konkurrenten, wenn man es denn so nennen will. Weil Fußball ist immer noch ein Teamsport und funktioniert eben nur als Team, auch wenn die Torwartposition sicherlich etwas speziell ist. Aber ich habe immer einen guten Kontakt zu den Jungs gehabt, weil du als Torwartteam eben auch sehr eng zusammenarbeitest, im Profibereich jeden Tag mehrere Stunden mit dem Torwarttrainer und dem Team verbringst. Deswegen guter Kontakt, aber eben ja, zielführend und sich gegenseitig anstachelnd und besser machend. Wie bereitest du dich als Torwart vor jedem Bundesligaspiel vor? Zum Beispiel Morgenroutine wird dir jetzt gefragt. Wie ist so am Spieltag? Was passiert bei dir so? Hast du da feste Rituale? Also Rituale habe ich nicht, aber ich bin Frühaufsteher, ich bin recht früh wach, so 6:30 vielleicht. Dann trinke ich meinen ersten Kaffee, das ist für mich das Ritual am Tag. Und dann lasse ich den Tag ganz locker starten. Also von einem Bundesligaspiel schaue ich mir noch mal viele Videos an,
Wir haben eben viel Material über jeden einzelnen Spieler, den man so erwartet. Und bereite mich einfach konzentriert auf die Aufgabe vor, die ich dann an dem Tag eben habe. Hattest du schon mal Angst vor einem bestimmten Spieler, der heute jetzt auf dein Tor zuläuft? Gnabry, Lewandowski, wie sie nicht alle heißen. Na, Angst habe ich vor keinem, weil ich auch weiß, was ich kann und weil ich meine Daseinsberechtigung im Profifußball habe. Du kommst ja nicht einfach so dahin, sondern du hast einen Weg hinter dir und hast dir das verdient. Aber großen Respekt vor vielen Spielern auf Top-Niveau, die dir an einem guten Tag jederzeit ein, zwei einschenken können. Das weiß ich. An einem guten Tag kann ich auch die Jungs eben verzweifeln lassen. Und das versuche ich einfach immer wieder. Jetzt kommt hier, gibt natürlich auch ein paar in der Community. Vermisst du den VfL Bochum? Und könntest du dir vorstellen, irgendwann mal dort einen Job auszuüben? Ja, VfL Bochum ist mein Verein. Ich meine, da bin ich groß geworden. Ich habe damals als 6-Jähriger da mein erstes Profispiel gesehen mit meinem Papa. Seitdem bin ich hängen geblieben, bin dann sogar Profi geworden dort, Kapitän geworden. Also ich habe es komplett mitgemacht. Bin immer noch Mitglied, zahle jeden Monat meinen Mitgliedsbeitrag. Sehr cool. Und ich kann mir beim VfL alles vorstellen, weil es eben mein Verein ist. Und es wird auch immer so bleiben. Es gab ja eine Debatte, wo es um Schmerzmittel im Profifußball ging. Ja. Wie du dazu stehst, wie du Erfahrungen vielleicht damit gemacht hast, was da dein Standpunkt so ist. Ja, erstmal muss man sagen, die Dokumentation hat es eigentlich recht gut aufgegriffen. Das ist ein Problem im Profisport, weil die Spieler oftmals in Drucksituationen alles dafür tun würden, um am Ende auf dem Platz zu stehen, selbst wenn sie verletzt sind oder irgendwie beeinträchtigt. Deswegen weiß ich, dass das nicht immer gut behandelt wird. Auch für mich gibt es Situationen, wo du mal eine Schmerztablette nehmen kannst, aber ich versuche es auf ein Minimum zu reduzieren. Und ich bin mittlerweile auch schon so erfahren, um auch mal sagen zu können, nein, heute kann ich nicht trainieren. Und dann ziehe ich das auch durch, selbst wenn von außen der Druck kommt. Weil es darf man nicht unterschätzen, Vereine möchten, dass die Spieler auf dem Feld stehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dafür werden die auch irgendwo bezahlt. So ist es, genau. Ja. Da hätte ich jetzt noch eine Frage, wie gehst du mit dem Druck um? Also du kriegst ja nicht nur Druck vom Trainer oder du hast nicht einen gewissen Leistungsdruck. Du hast ja auch irgendwo einen Druck von dem Medienumfeld, du hast einen Druck von den Fans, ist kein gewollter vielleicht, aber die Fans erwarten ja natürlich, wenn du zwischen den Pfosten stehst, dass du auch deine Leistung bringst. Wie gehst du damit um? Hast du Tage, wo du schwieriger fällt, damit umzugehen? Oder? Nee, also mir persönlich fällt es nicht schwer, weil ich einfach eine unheimliche Liebe zu diesem Sport habe. Ich mache das einfach unfassbar gerne und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht Bock auf Fußball habe, nicht Bock darauf habe, mich ins Tor zu stellen und Bälle zu halten. Da muss man sicherlich ein bisschen verrückt für sein. Ich bin es in dem Punkt auf jeden Fall, weil ich es einfach liebe. Und dann vergisst du das drumherum auch irgendwo. Mir ist es egal, was über mich geschrieben wird. Mir ist es auch egal, wie der ein oder andere Fan über mich denkt. Ich versuche, meinen Job gut zu machen. Ich versuche, gut zu den Leuten zu sein, weil ich genau weiß, was die Fans für den Fußball bedeuten. Einfach so Mensch zu sein in diesem Geschäft und den Fußball zu lieben. Das ist einfach meine Sicht darauf. Und dann ist es am Ende egal, ob 80.000 im Stadion sind oder 20. Du versuchst immer das Beste zu geben, den Fußball zu lieben und dann passt alles. Das war jetzt die Fragerunde von den Fragen, die ihr per Instagram stellen konntet. Ich fand, da waren ein paar dabei, die hast du aber echt souverän gelöst. Also als ob man das vorher abgesprochen hätte. Ich habe nur eine Frage, habe ich glaube ich eben beim Mittagessen kurz angedeutet gehabt. Aber sonst echt souverän, der Andi hier. Also fand ich sehr cool. Vielen Dank. Und ihr könnt euch auf die anderen Videos noch freuen, falls ihr die noch nicht abgecheckt habt. Ich denke, das Trainingsvideo ist auf jeden Fall schon online, weil das ist das Prunkstück. Ne? Also das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Habe ich alles verlinkt, Freunde. Ihr wisst das. In dem Sinne, wie gesagt, Catch and Keep abchecken. Alles verlinkt und schaut gerne beim Andi bei Instagram mal vorbei. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt sportlich.